Was mir aufgefallen ist, dass ein sehr starker Praxisbezug gefordert wird und die Damen und oder die Teilnehmer allgemein sehr dankbar sind für Praxistipps. Jetzt wird's eng, jetzt wird's sehr privat. Es ist nicht mein Konzept, das möchte ich gerne klarstellen. Das ist von Frau Professor Elke Huth, die ja dieses Reinigungskonzept in den 90er Jahren entwickelt hat. Das ist insofern etwas Neues, weil zum ersten Mal die Ergonomie im Vordergrund steht und das Arbeiten körpergerecht dargestellt wird. Und die Hilfsmittel oder die Mittel, mit denen man dieses Wissen vermittelt, ist so einfach aufgebaut, dass es wirklich jeder Teilnehmer anhand von diesen Praxisbeispielen begreift und sofort nachvollziehen kann. Also der Zusammenhang zwischen Skelett und Muskeln und Sehnen wird mit den Bausteinen sehr gut erklärt, dass ich es nachvollziehen kann. Woher wissen Sie, dass Ihre Kollegin Maschine fahren kann? Wenn Ihnen das Ding um die Ohren Moment. haut, gibt es Probleme. Das möchte ich Yes. Besonders in der Praxis wurde festgestellt, dass es wesentlich einfacher ist, die Tücher so auszubringen, statt der herkömmlichen Weise so, weil hier zusätzlich die Gelenke gefordert werden und es ist so wesentlich einfacher. Und das wird also auch sofort von den Teilnehmern bestätigt, dass das wesentlich einfacher ist. Das ist